Das war doch. Ja, genau, Power Armor ist das bessere Ding. Also die Sachen, die gerade eben noch angezeigt wurden, die ich jetzt weggeklickt habe, wo ist das gute Ding? Requires. Ah, hier genau. Die Sachen hier. Das sind alles Dinge, die man in das Inventar der modularen Rüstung oder der Power-Rüstung reintun kann. Und die machen unterschiedliche Dinge. Das hier ist ein Schutzschild, was irre praktisch ist. Nachtsicht geht so. Also klar, man mag sagen, boah, dann kann ich im Dunkeln ja besser gucken. Aber man kann nur anders gucken. Besser würde ich das nicht unbedingt bezeichnen. Es ist alles grün, grün in grün und das irgendwie recht unpraktisch gemacht. Also ich laufe lieber im Dunkeln mit der Taschenlampe rum als mit dem Nachtsichtgerät. Aber gut, dann Batterien braucht man, um Energie zu speichern, macht Sinn. Ein Portable Solar Panel, um die Batterien aufzuladen. Personal Laser Defense und Discharge Defense sind Defensivvorrichtungen. Also wenn Gegner so nah rankommen, machen die Britzel. Was ja schon mal ganz schick ist. Aber ja, da wir die Rüstung noch nicht bauen können, weil wir die blauen Chips noch nicht bauen können. Also gerade jetzt noch nicht. Mit ein bisschen Arbeit könnten wir natürlich. Ja, forschen wir da erstmal nicht weiter. Das heißt, die können wir ignorieren. Landminen. Ernsthaft? Ich muss Landmine haben. Ich kann ein Minenfeld bauen, das wusste ich noch gar nicht. Also bei meinen Spielen bisher war es immer sehr friedlich, weil ich halt in einem großen Startgebiet angefangen hatte. Ich musste nie so wirklich viel kämpfen, also habe ich die meisten Kampfsachen nicht erforscht. So wie den Flammenwerfer und so weiter. Aber es ist schon schick, was es da noch so alles gibt. Jojo. Produktivität, genau. Das wollten wir nicht, das wollten wir nicht. Chips wollten wir gucken. 196 Chips. Das ging schnell mit den Landminen. Okay. Züge. Logistiksystem. Charakterslots. Lab Efficiency. Das nehmen wir mal. Wir hätten gerne das da. Zahnräder geht. Eisenplatten gehen. Forschung läuft, grüne Tränke, arbeite ich jetzt dran. Genau. Alle Ärmchen da rein. Du hast noch genug. So. Das mit den roten Chips hatten wir noch nicht ganz fertig, so. Aber warum kommen da Kabel an? Oh, Fehler gemacht, okay. Da muss ich jetzt mal gucken, ob das so aufgeht. Hier kommen die Kabel raus. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, auf welcher Seite. Also müssen wir ein paar Kabel herstellen. So, hatten wir noch dezent viele. So, Kabel kommt in. Läuft in, läuft in, läuft in. Kommt hier nach außen. Das ist nicht gut. So müsste es drin bleiben. Landet in. Und du darfst kein Fast Inserter sein, sondern musst ein Smart Inserter sein, der nur die Chips nimmt. Also du raus. Filter, rote Chips. Die roten Chips landen hoffentlich außen. Worauf wartet ihr jetzt? Ihr wartet auf Plastik kann es nicht sein, auf grünen Chips. Okay. Grünen Chips. Grüne Chips. Nom, nom. Rödel. Nur kurz testen, ob die. Ja, kommen wir nach draußen. Okay. Das können wir auch weiterlaufen lassen. Türme und Stein. Ich habe mich da jetzt schon lange genug drum gedrückt. Wir müssen das mit den Steinen wieder aufbauen. Wir brauchen ein durchgehendes Einkommen an Stein, um Mauern zu bauen. Daka, 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 daka. Wir hatten noch irgendwo hier noch Steinhaufen, oder? Sagt mir nicht, dass ich die Kolonie bauen muss für Steine. Das fände ich dezent albern. Ah, sind Steine, aber nicht viel. Das ist ja nicht schlimm. Das heißt, euch ersetzen wir erstmal durch tolle Strommasten. So, und dann machen wir hier ein kleines System für den Steinabbau. So, wir hätten gerne
kein Buggy. Ein Electric Mining Drill Ding. Da. So, du produzierst Stein. Du tust besagtes Stein. Können wir das direkt in elektrische Schmiede leiten? Ja, können wir. Okay. Und dann nehmen wir hier einfach einen stinknormalen Inserter. Und tun das Ganze in eine Kiste. Also theoretisch könnten wir es auch gleich von da aus in eine Maschine tun, die Mauern herstellt. Problem ist nur, ich will vielleicht manchmal keine Mauern draus bauen, sondern andere Sachen. Zum Beispiel das Ding hier braucht ja auch 10 Steine. Aber das kommt nicht ganz so häufig vor. Ja, komm. Du weg. Komm weg. Du. Du stellst bitte Mauern her. So. Jetzt kommt da ein Arm. Komm. Oh, Angriff. Kommt ihr denn her? Ihr kommt von da hinten, ne? Wieder 2 kleine Blätter. Oder sind es 3? Ne, 2. Okay, also es ist nicht eskaliert. Und er wieder nur ein... Na, er hat 2, 3 Noms reinbekommen. Einmal in die Wand und die hier ein bisschen mehr. Aber ist noch immer nicht beeindruckend. Kein bisschen. Nichtsdestotrotz bin ich paranoid und so Zeug. Deswegen... setzen wir jetzt hier ein paar mehr Türme hin. Weil die kommen halt von da angelaufen, laufen am Wasser lang und dann müssten hier am meisten Türme sein. So, Lab Efficiency ist fertig. Wir hätten jetzt gerne aus aktuellem Anlass Laser Turret Shooting Speed. Und wir hätten gerne die 5 Dinger da. Das muss also noch aussortiert werden hier. Die können eigentlich in unser Privatlager. Brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Du da. Du da. Dreierpacks wären jetzt die Idee. Das geht da nicht. Aber na gut, ist eh nur eine optische Sache, weil da kommen sie nicht ran. Also, ein Strommast, ein Dreierpack. Mauer drumrum. Strommast, Dreierpack, Mauer drumrum. Das dürfte erstmal alles abhalten. Denke ich mal. Achso ja, und Licht hatten wir... irgendwie so veranschlagt, auch wenn das ganz schön Overkill ist. Bin ich mir aber ziemlich sicher, dass das so war. Dahinter wird mehr Sinn machen. Also, ne, weil es reicht ja auch vollkommen lichttechnisch. Wenn jeweils da ein Licht ist. Ja, finde ich wesentlich besser. Gucke ich mal jetzt auf der anderen Seite, ob wir das da auch so hatten oder so wie ich dachte, dass ich es hätte und dann doch nicht hatte. Dann müssen wir ganz nach oben, ne? Ja, okay, machen wir das kurz. Hier wenigstens zwischendurch mal meinen Symmetriefilm ein bisschen befriedigen. Bäume, Bäume, Bäume. Und wir haben gar kein Licht angebracht. Okay. Baum weg. So, so. Ah ne, hier haben wir es drunter gemacht und drüber. Bei einem einzigen haben wir es gemacht. Also ja, gut. Das passt schon mal. Strom ist ja okay. Ah, Zeug wegsortieren. Du weg. Du weg, weg. Weg. Ein Stein kann auch weg. Du kannst weg. Die anderen Sachen bleiben erst im Inventar. So, du hast keine Kohle. Was zur Hölle? 600, viel zu viele Steine. Ich hatte schon so ein Ding, aber es ist noch uralt. Das ist quasi der Steinzeit. Das muss noch von Hand befeuert werden und hat Krüppelkabel dahin. Oh weia. Ein Relikt. Na gut, dann lassen wir dich auch mal laufen. Man kann ja nicht genug Mauern haben, wie wir festgestellt haben. Gut, gut. Komisch, komisch. Ich mach mal das System kurz weiter. So. Nach hier unten. Damit wir nicht hier die Mauern auch anpassen können, weil das ist gerade falsch. So wie sie stehen, ist einfach alles falsch. Wir hatten Strommast.
dann Laser, dann ein frei und dann das, richtig? Das sieht nicht gut aus. Ah, sehen wir es falsch. Strom ist richtig. Zwei frei ist richtig. Der da ist falsch. Und du da bist. Was? Ne, du bist richtig. Du bist falsch. Bist du falsch und du bist richtig. Ja, du kannst weg. Du kannst weg. Können alle weg. Warum habe ich hier einen Bogen gemacht aus diesen komischen... Nicht wie eine Lampe, oder? Ja, gut. Und auch wenn hier Kabel in Kabel sind, eine Verbindung ist trotzdem da. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Genau. Am System, hier ist die Mauer, da ist die Mauer, das hier ist alles Fake-Mauer. Die Radaranlage, da sollte ich dezent mal umverlegen. Weiß aber nicht, ob ich das im laufenden Betrieb machen sollte. Ach komm. Ah, plötzlich so leise. Ja, mach da einen. So, das ist die eigentliche Mauer. Baum weg. Ja, und ihr, ich könnte euch jetzt von Hand alle wegmachen. Aber ich glaube, das mache ich lieber später mit den Robotern. Da deklariere ich das ganze Gebiet hier einfach als die Construction Area und dann zerlegen die das hoffentlich. So, habe ich den Rest auch aussortiert? Das Holz kann weg. So, ich hätte gerne mehr Mauern. Ich hätte gerne mehr Steine. Dann werden wir da hinten wieder angegriffen. Oh, sogar eine richtige Schadensanzeige. Aber die... Ja doch, ich sollte gucken, ob das eskaliert. Also wenn sie jedes Mal mit mehr kommen und jedes Mal die Mauer mehr Schaden genommen hat als vorher, also zusätzlich, ne, zu dem alten, gegengerechnet und bla. Nee. Nee, ist okay. So, das war's. Mehr Schaden habt ihr nicht angerichtet. In drei Angriffen. Nee, das sieht okay aus. Muss ich zwar trotzdem im Auge behalten, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Weg. 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 So. Mehr Tesla-Türme. Zwischenzeitlich gucken nach Eisen. Das Förderband sieht viel zu leer aus. Genau, du arbeitest nicht. Das sehe ich doch. Du fängst bitte dann hier hinten an zu arbeiten und verlängerst das Förderband einfach? Ja, warum nicht? Hier kann das ruhig alles provisorisch sein. Du weg. Du. Komm weg. Du dahin. Das klappt, ihr arbeitet alle. Du arbeitest echt nicht mehr lange. Du auch nicht. Aber dann ist es soweit, wenn es soweit ist. Hier unten. Stromnetz, genau. Das ist alles noch oldschool. Du dahin, du dahin. Ja, muss so sein. Tut mir leid, du musst weg. Hier muss eine Mauer rum. Und da rein kommt ein Laserturm. Oh, das geht sogar einigermaßen auf. Ja, das heißt, die alte Mauer, die wir gesetzt haben, können wir benutzen als Schutz von den Lasertürmen. Und davor kommt dann die eigentliche Mauer nochmal gezogen. Ja, okay. Das lassen wir so, wie es ist. Kriegst noch ein Licht hinten dran gebappt. Bitteschön. Mauern. 31 Mauern, ne? Das ist irgendwie nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Aber dauert halt eine Weile, eine Mauer herzustellen. Ja. So, eigentliche Mauer. Eigentliche Mauer, ein Abstand. Hier. Sehr gut. So, Dreierpack, ne? Dreierpack. Dich weiter runter. Die ganzen Gun-Turrets können wir dann später noch abklappen. Warum haben wir eigentlich hier genauso viel...
Warum machen wir einfach hier einen Cut? Wäre zu einfach, ne? Und ich wollte das Kupfer noch haben, das bald alle ist. Ja gut, Platz haben kann nicht schaden. Das heißt, wir machen wirklich hier, suchen wir uns jetzt noch einen aus. Du bist falsch. So, und da lang. Ja, sei es drum. Das hier wird jetzt unsere Grenze. Das heißt, hier kommt jetzt nochmal jeweils, ne, eine Mauer, ein frei, eine Mauer, also Pfosten, Mauer, Laserturm, Mauer, leer, Mauer. Ganz nach rechts, ganz nach links. Das ist der Plan.